Erste erst 2021. Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fang es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal 1000 Schritte mehr. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Immer, immer weiter hoch hinaus. Hey Maite, kann das nächste Level nicht erwarten. Auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber hier aufgeben darf ich nicht. Manchmal löst ein Abgrund in mir Angst aus. Ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf, wenn dir die Luft ausgeht. Okay. Ja, Lukas, du bist stark, du bist ein sehr starker Sänger und auch ein guter Entertainer. Aber ich habe das Gefühl, dass du die Nase ein bisschen weit oben hast. Du musst du selbst bleiben, immer du selbst bleiben. Aber probier einfach am Boden zu bleiben, okay? Von mir hast du ja sehr gut gemacht. Dankeschön. Also ich bleib immer auf dem Boden. Ich schlaf sogar gern zu Hause auf dem Boden. Auch ich heb ab. Also wir heben alle mal kurz ab. Deswegen haben wir Gott sei Dank Kollegen, die einmal sagen, was erzählst du für Scheiß? Das ist menschlich. Ja. Ganz kurz will ich was sagen. Du bist vom Typ, deine Ausstrahlung, wie du dich bewegst, das bist nicht du. Und deswegen wirkst du auch so künstlich. Du wirkst ein Hauch künstlich, das machst du nicht mit Absicht. Es ist einfach, du hast deine Musik nicht gefunden, wo es eins zu eins mit deiner Fresse passt. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber es wird viel Arbeit und ich weiß nicht, ob das kannst. Dafür ist ein Produzenten da, um zu sagen, ob es geht. Also, meine Meinung ist, du bist zu viel Theater-Musical. Pass auf, du kannst singen, du triffst die Töne, aber es ist alles so drüber und auswendig gelernt und strukturiert, eben wie Musical. Und deshalb, also mich hat es eben nicht getoucht, aber du bist ein guter Sänger, finde ich. Ja, du hast eine gute Stimme. Mike? Yes. Maite? Nein. Ja, von mir aus auch nein. Dann kommt es jetzt auf Lukas Jury-Joker an. Wen hast du gewählt? Es ist 2 gegen 2. Bei Gleichstand zählt die Joker-Stimme doppelt. Hat Lukas mit seiner Wahl richtig gelegen? Ich hab ihr vertraut. Lukas, nutzt die Chance. Glückwunsch, du bist im Recall. Vielen Dank. Weiter. Dankeschön, bis demnächst. Ich bin halt anscheinend arrogant, ich weiß es nicht. Nein, du bist gar nicht arrogant. Kannst du dich trotzdem freuen? Dieser Charakterzug künstlich, das ist schon hart, bin ich ehrlich. Das trifft mich schon auch. Verständlich. Vielleicht hilft Autogramme geben üben. Denn jetzt heißt es, nach vorne blicken. Ich finde es schade. Trotz dessen versuche ich es dann einfach in der nächsten Runde besser zu machen. Mehr kann ich jetzt nicht versuchen. Toi, toi, toi.